Ich habe einen Auftrag für dich. Was? Sagt dir der Name Kurt Reynolds noch was? Sohn von Garrett Reynolds. Ah, du meinst den Nazi, der dich am 4. Juli abserviert hat. Ich habe Kurt zuliebe große Ausdauer bewiesen und meinerseits enorme Opfer gebracht, nur damit er glücklich bleibt. Tut mir leid. Jedenfalls war ich zutiefst gekränkt, als ich erfuhr, dass Kurt sich in eine andere verliebt hat. Du meinst doch nicht... Cecile Caldwell, ganz genau. Daher weht also der Wind. Widme dich deinen Freunden und deinen Feinden erst recht. Wenn ich mit Cecile fertig bin, wird sie das bekannteste Flittchen von ganz New York sein. Armer Kurt und sein abgenutztes kleines Prinzesschen. Wozu der Umweg über Cecile? Wieso schlägst du Kurt nicht direkt? Wenn Kurt direkt angegriffen wird, fällt das irgendwann auf mich zurück. Und das darf auf keinen Fall passieren. Alle Welt liebt mich. Und ich gedenke, es dabei zu belassen. Ich verstehe, was du meinst. Aber was geht mich das an? Ich brauche dich, um unsere kleine Cecile zu verführen. Sie ist doch eigentlich ganz niedlich. Junge, geschmeidige Brüste. Ein fester, knackiger Arsch. Eine unerforschte Muschi. Werde ihr Captain Picard, Vermont. Unerforschte Welten, in die sich noch kein Mann je zuvor gewagt hat. Ich kann nicht. Wieso nicht? Ich bitte dich, Catherine. Das ist zu leicht. Frag doch einen von deinen beknackten Freunden. Ich habe immerhin einen Ruf zu verlieren.